Trochoiden Fräsen beschreibt der Fräsermittelpunkt kreisförmige, sich wiederholende Bahnen. Mit einem 12 mm dicken Fräser fertigen wir hier eine Nut, die 24 mm tief ist und 18 mm breit. Die Späne werden mit hoher Geschwindigkeit nach hinten ausgestoßen. Der Fräseraustritt aus dem Werkstück findet beim trochoiden Fräsen ohne den typischen seitlichen Versatz statt. Hier der Vergleich. Die zwei linken Nuten sind klassisch gefertigt, die rechte Nut trochoid. Das Spanbild des trochoiden Fräsens unterscheidet sich. Die Späne sind leicht verdreht und werden zum Ende des Querschnitts hin dünner, um dann auszufransen.